Herzlich willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Aline und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und wir haben heute mal ein kleines Special für euch. Und zwar haben wir eine Frage von einer Hörerin bekommen und zwar geht es darum, wie man am besten mit seinem Partner über Sex reden kann. Und ich kann das, also was heißt ich kann das verstehen, aber ich kann das gut nachvollziehen, weil das halt ein Thema ist, vielleicht auch wenn man gerade noch nicht so lange zusammen ist, dann ist das erstmal ein Thema, was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, was vielleicht so... Man redet da vielleicht nicht so gerne drüber, aber wir wollen in dieser Folge einfach auch so ein bisschen drauf eingehen, warum das erstmal so wichtig ist, was so das Mindset ist, was dahinter steckt und wie man dann tatsächlich auch ja einfach da mit dem Partner gut drüber reden kann, was vielleicht auch Fragen sind und ja genau, wie man das Ganze einfach dann auch praktisch umsetzt. Genau, es ist, ja, also wenn man da noch nicht so lange unterwegs ist zusammen in dieser Reise der Intimität, möchte man natürlich schon gucken, dass man da aber auch ein gutes Sexleben irgendwann hat, dass man daran arbeitet und das ist halt eben ein Lebensbereich, der auch zu einer Ehe dazugehört, die, ja, wo ich auch immer wieder sage, es ist genauso wichtig, sich körperlich immer wieder neu zu verbinden, wie auch emotional sich nah zu sein und deswegen ist halt einfach so, so wichtig, auch über diesen Lebensbereich sich auszutauschen. Ich meine, wenn man sich das mal so vorstellt, ja, ihr wohnt zusammen, ihr seid verheiratet, wie auch immer, und habt, ja, ich meine, ihr tauscht euch ja auch über Haushalt, über Freizeit, über Kontoführung, über Finanzen. Ihr tauscht euch ja über alles Mögliche aus. Nur Sex ist einfach so ein Bereich, wo man halt einfach so ein bisschen gehemmter ist. Der ist so intim. Ihr öffnet euch komplett. Ihr zeigt euch nackig. Das ist ja auch schon wirklich für einige sehr herausfordernd. Und es ist halt einfach ein Bereich, wo... Also desto mehr man sich eröffnet, desto höher ist die Verletzungsgefahr. Und deswegen ist das nicht unbedingt ein Bereich, wo man ja jetzt mal so gerne lapidar einfach drüber sprechen möchte oder das einem vielleicht einfach schwerer fällt als die anderen Bereiche. Dennoch ist es genauso wichtig, über diesen Lebensbereich zu sprechen. Sex gehört genau dazu und ist ein unheimlich wichtiger Bereich in der Ehe. So, und jetzt lasst uns mal nochmal reingehen in das... warum das überhaupt so wichtig ist, darüber zu reden. Also ich glaube, dass das ganz, also man hat halt diese Hemmung, darüber zu sprechen. Ich glaube, die sind auch irgendwie am Anfang ganz normal, weil ja, man spricht da halt irgendwie nicht so gerne drüber. Deswegen muss man erstmal verstehen, warum man darüber sprechen sollte. Mhm. Weil wenn du nicht dein Warum kennst, warum du darüber sprechen solltest, dann ist die Hemmschwelle viel zu groß. So, und einer dieser Gründe, warum du darüber sprechen solltest mit deinem Partner, ist einfach, dass das ein Scheidungsgrund sein kann oder ein Trennungsgrund. Weil, ich meine, uns Männern fällt das irgendwie unheimlich leicht, ist halt irgendwie aufgrund unserer Biologie super einfach, da irgendwie befriedigt zu werden. Aber für Frauen ist das manchmal oder in vielerlei Hinsicht einfach ein bisschen, erfordert das einfach mehr Zeit, mehr Feingefühl, mehr Reden einfach. Und deswegen, wenn du da irgendwie an der Stelle nicht befriedigt wirst, dann, und ihr da nicht drüber redet, dann ist das auf Dauer einfach auch total unbefriedigend für die Beziehung und für dich. Und dann hat man entsprechend ja auch gar keine Lust. Also das ist, jetzt haben wir hier einfach mal so ein bisschen was raus. Das ist halt, auch wenn ihr jetzt denkt, ach du meine Güte, aber es ist halt einfach unheimlich wichtig, auch darüber zu sprechen, dass einfach beide genau gleich viel Spaß daran haben. Und wenn Männer da einfach generell mehr Lust drauf haben als jetzt Frauen, und das fand ich auch nochmal ganz interessant, da machen wir auch nochmal eine andere Podcast-Folge drüber, dass Männer und Frauen einfach super unterschiedlich sind, ja. Und da war aber auch so ein Knackpunkt, den fand ich so unfassbar gut. Der war, wie war das denn genau? Dass also Männer brauchen Sex ganz oft, um Stress abzubauen. Und Frauen müssen aber ganz oft den Stress oder alle To-Dos oder irgendwie sowas aber erst überwinden, um sich darauf einlassen zu können. Wir Frauen haben so viele Gedanken, so viele Tabs wie bei einem Internetbrowser einfach offen, die
uns immer noch beschäftigen, auch beim Sex. So traurig das auch ist, ja, Männer können sofort abschalten, bei Frauen ist es leider nicht so. Und bei Frauen ist ganz viel einfach super viel Kopfsache. Und damit beide einfach Spaß dran haben, um das auch wirklich zum Stress abbauen zu nutzen, muss halt eben sowas auch geklärt werden. Genau, und da müssen halt beide Partner auch irgendwie gucken, dass sie da irgendwie Spaß dran haben, genau. So, weil wenn der eine Partner da keinen Spaß dran hat oder irgendwie nicht befriedigt wird, dann ist das halt super schwierig, weil dann hat der eine keinen Bock drauf und dann findet er immer irgendwelche Ausreden dafür und findet immer irgendwelche Wege, ich sage jetzt mal ganz böse, drumherum zu kommen, weil das ist ja dann in dem Moment ist es halt nichts Schönes für dich. So, und deswegen ist das eher dann nur so ein Muss und man muss es ja machen und das gehört halt irgendwie zu einer Beziehung dazu. Aber wie geil ist das denn, wenn beide daran Spaß haben und beide irgendwie das cool finden und beide irgendwie ja einfach Bock drauf haben, dann ist das was ganz was anderes. Dann ist das vielleicht immer noch ein Unterschied in der Häufigkeit, wie ihr Sex habt, aber wenn ihr dann Sex habt, dann ist das für beide halt richtig gut. Das ist einfach eine hohe Qualität, ne? Und ich finde das halt einfach, so wie ich gerade auch schon gesagt habe, total interessant. Ihr verbindet euch körperlich, aber halt, wenn ihr nicht emotional beieinander seid und nah aneinander seid, dann könnt ihr euch oftmals auch körperlich zumindest nicht in dieser Intensität verbinden. Wenn ihr euch emotional nah fühlt, dann könnt ihr das auch körperlich machen. Und so wie du mit deinem Körper sprichst, also beim Sex spricht man ja jetzt eher weniger als sonst, ist das eher so, dass du mit deinem Körper sprichst. Du sprichst mit deinem Körper, mit deinen Berührungen, wie du mit dem anderen umgehst. Und so löst das halt eben auch ein emotionales Empfinden aus. Also auch wenn die Männer sagen, ach ja, Sex ist jetzt eher nur so wie eine Art Sportart, das ist nicht so. Es ist so, es sind immer Emotionen mit dabei, es sind immer, ja, es ist ein Empfinden mit dabei. Es werden, also das ist so krass, was auch im Körper einfach da funktioniert. Ich hatte zwar Bio-LK, ich kann das aber alles nicht mehr so wiedergeben. Ich habe aber letztens nochmal gelesen, das war ein echt interessanter Artikel, wo das nochmal so von der Biologie her erklärt worden ist. Und da wurde halt eben auch geschrieben, es wird, und das konnte ich mir merken, das Bindungshormon halt eben ausgeschüttet, wenn du Sex hast. Und sie hat halt eben geschrieben, dass, ja, das halt, also dass man halt einfach mehr Sex haben sollte, weil dann das Bindungshormon ausgeschüttet wird und weil man dann quasi, oder das ein Indikator für eine längere oder lange und erfüllte Beziehung ist. Und das ist halt auch nochmal so ganz simpel, aber trotzdem nochmal ganz interessant zu betrachten. Deswegen, ja, es werden Hormone ausgeschüttet und das kann keiner bestreiten und deswegen wird da einfach ein emotionales Empfinden draus. Und ein interessanter Punkt, den du vielleicht auch immer im Hinterkopf behalten solltest, ist, dass am Anfang, ich meine, jeder kennt das irgendwie, wenn man irgendwie neu mit dem Partner zusammen ist und so, dann kann man irgendwie auch nicht so voneinander lassen und dann ist das irgendwie auch alles, da muss man nicht so viel dazu tun, um irgendwie Spaß daran zu haben. Und je länger man aber zusammen ist, desto mehr, wenn man da jetzt nicht irgendwie bewusst sich dafür entscheidet, sich da in dem Bereich weiterzuentwickeln und weiterzukommen, dann wird ganz, ganz viel Routine, man macht immer dasselbe, es wird halt langweilig irgendwie so gefühlt. Und deswegen muss man halt irgendwie gucken, dass man da irgendwie sich auch ja in dem Bereich einfach weiterwickelt und deswegen macht das dann auch Spaß, einfach auch darüber zu reden. Und warum es auch noch so wichtig ist, darüber zu sprechen, ist halt eben so, wie ich auch schon gesagt hatte, es ist ein weiterer Lebensbereich, der in einer Ehe unheimlich wichtig ist und der so vielschichtig ist und trotzdem so viel Verletzungspotenzial hat. Beide Partner kommen mit unterschiedlichen Wünschen, Ängsten, Hemmungen, Fantasien und ganz unterschiedlichen Sachen in diese Intimität rein, in das Sexleben rein. Und wenn ihr dann aufeinander trefft, wenn man sich das einmal nur so vom Verstand her reinzieht, ist das echt krass. So, und dann versucht ihr euch zu öffnen. Natürlich ist, wie Tim gerade schon sagte, die Aufregung am Anfang dominiert. Aber wenn du wirklich ein langes und erfülltes Sexleben haben möchtest, dann müsst ihr darüber sprechen. Dann müsst ihr darüber lernen, über eure Wünsche zu sprechen, über Ängste zu sprechen, über Hemmungen, da, wo du dich wohlfühlst, was ihr vielleicht für Fantasien habt. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr Fantasien habt, das ist menschlich, es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr sowas habt. Aber das Wichtigste ist halt, dass ihr es nicht immer einfach unter den Teppich kehrt, sondern einfach das irgendwie rauslasst und
Ich glaube, dass wenn manche Fantasien, also manche Fantasien kommen vielleicht auch nur ein paar Mal und nicht oft und nicht schlimm oder wie auch immer, aber manche haben wirklich Fantasien, die kommen immer wieder. Und das sind Bedürfnisse, die, ja, Reize, sage ich mal, die immer wieder kommen. Und das ist unheimlich wichtig, dass ihr mit eurem Partner darüber sprecht, weil wenn sowas auf lange Sicht immer unterdrückt wird und nie angesprochen wird, keine Ahnung, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn es dann mal irgendwann nicht so gut läuft, dass sowas dann noch mehr einen Reiz gewinnt. Und ja, ich glaube halt, wenn man darüber spricht, dass es unheimlich wertvoll ist, weil man dann halt einfach total viel vorbeugen kann. Ihr könnt innerhalb eurer Ehe eine lange und erfüllte Beziehung haben in Form von Sex und wirklich ein gutes Sexleben haben, aber ihr müsst drüber sprechen. Und genau, das ist halt einfach ein unheimlich wichtiger Punkt. Okay, also wir haben jetzt schon sehr, sehr, sehr stark darauf oder sind sehr stark darauf eingegangen, warum das so wichtig ist, weil wir sind halt so der Meinung, erstmal brauchst du so eine Basis. Du musst wissen, warum du das machen willst. Und ich denke, das ist ganz gut rausgekommen, die Punkte, dass du das einfach brauchst. Das ist ein riesiger Faktor in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft. Und das kann vielleicht unter Umständen irgendwie über kurze Zeit funktionieren, dass du nicht mit deinem Partner darüber sprichst. Aber auf lange Sicht ist das einfach so ein essentieller Bestandteil deiner Beziehung, dass du das einfach, es wäre wirklich fahrlässig, mit deinem Partner darüber nicht zu reden. So, deswegen hab das einfach mal im Kopf, lass es vielleicht erstmal sacken. Du musst jetzt nicht direkt nach der Podcast-Folge loslegen und deinen Partner da irgendwie überfluten mit irgendwelchen Fragen und sagen, ey, lass mal darüber reden, lass mal hier drüber reden. Das musst du nicht machen. Lass das einfach mal so ein bisschen sacken einfach. Lass dieses Mindset sich einfach mal so ein bisschen in dir entwickeln und dann geh einfach ganz selbstbewusst auch auf deinen Partner zu und betone dann einfach auch die Wichtigkeit, warum das für dich so wichtig ist. Und da auch nochmal einen kleinen Gedankenanschluss. Wenn man die Bedürfnisse halt nicht kennt, wie kann man sie dann erfüllen? Und das ist halt, wie gesagt, jeder kommt mit seinen Wünschen und mit seinen Bedürfnissen in diese Beziehung. Und von daher ist es nur der einzige Weg, da langfristig, ne, eine gute Beziehung auch in dieser Hinsicht zu haben, wenn man halt eben darüber spricht. Von daher wollen wir jetzt voll darauf eingehen, okay, wie kann man darüber sprechen? Wir haben jetzt über das Warum gesprochen, warum ist es wichtig? Und jetzt wollen wir darauf eingehen, wie kann ich darüber sprechen? Weil das ist ja letztendlich wirklich so das, was der größte Knackpunkt in so einer Beziehung ist, dass man sagt, ach du meine Güte, aber wie spreche ich das an? Weil man halt eben die Hemmung hat, weil man die Angst hat, den anderen zu verletzen, weil es so unfassbar intim ist. Genau, also Punkt 1, auf jeden Fall sich selbst erstmal klar werden, warum das so wichtig ist und ja, warum man darüber sprechen will. Und dann betont man den Partner, also ich weiß jetzt auch nicht, wie beiden ihr so aufgestellt seid, vielleicht wollt ihr ja beide auch darüber reden, aber wenn dein Partner deine Meinung vielleicht noch nicht so kennt und du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast, dann nimm ihn einfach erstmal mit rein in diese Entwicklung, die jetzt gerade so in dir vorgeht. Sag ihm einfach, dass dir das wichtig ist, dass du da dich gerne auch weiterentwickeln willst und du deinen Partner einfach so mit reinnehmen willst in diese Entwicklung. So, das ist immer super schwierig, wenn man sich selber entwickeln will, aber seinen Partner nicht. Deswegen mach das einfach gemeinsam. Erzähl ihm davon, wie wichtig dir das ist. Und wenn du so ein wichtiges Thema hast, ja, dann sprich das nicht zwischen Tür und Angel an. Dann nehmt euch Zeit dafür. Sag vielleicht schon mal, hey, ich wollte mit dir voll gerne nochmal darüber sprechen. Vielleicht könnt ihr auch sagen, okay, hey, wir wollen uns da irgendwie noch verbessern. Ich möchte gerne über Sex sprechen, dass dein Partner es einfach schon mal weiß und dann nehmt euch Zeit, macht es euch schön und macht das nicht zwischen Tür und Angel. Und wenn ihr dann aber das Gespräch anfangt, wenn ihr damit beginnt, dann sag erstmal, was dir wichtig ist, was deine Sehnsucht ist. Dass deine Sehnsucht ist, ein erfülltes Sexleben zu haben. Und dass das aber auch bedeutet, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Das bedeutet nicht, dass es jetzt schlecht ist, aber dass man halt einfach immer weiterkommen muss, wenn man das langfristig wirklich frisch halten will. Und da einfach nochmal so deine Intention zu betonen und zu erläutern, warum du darüber sprechen möchtest. Nicht, dass dein Partner jetzt total schlecht im Bett ist, das jetzt vielleicht nicht sagen, sondern einfach zu sagen, dir liegt die Beziehung am Herzen und dass halt das einfach wirklich ein wichtiger Bereich dazu ist, da zu gucken, dass man dem Partner da irgendwie nicht blöd auf die Füße tritt. Genau, und das ist gerade auch, wenn das, also Darlene hat das damals ja
diplomatisch gemacht und hat irgendwie, oder wir haben da sehr, sehr easy drüber geredet, aber wir reden generell auch sehr viel miteinander und es ist halt super wichtig, da sehr neutral und ehrlich zu sein einfach und da auch einfach zu versuchen, den anderen dann nicht zu verletzen und dann da einfach zu gucken, okay, was ist gerade der Fakt? Also was, wie ist gerade so der Status quo? Und da wirklich komplett offen mit deinem Partner zu sein. Ich weiß, das ist, das kann am Anfang, wenn du deinem Partner sagst, dass irgendwas für dich nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann kann das für den anderen vielleicht auch verletzend sein, weil er natürlich denkt, okay, ist doch alles gut so. Aber es bringt euch in der Beziehung einfach viel, viel weiter, wenn ihr einmal diesen Knackpunkt überwindet. Wenn ihr einmal sagt, okay, ja, dann ist es jetzt halt vielleicht gerade mal so, dass das irgendwas nicht so ist und das tut dem anderen vielleicht auch gerade weh, aber da in der Situation einfach trotzdem möglichst neutral zu sein und trotzdem aber super offen und einfach so das teilen, was einen gerade halt so bewegt. Ja, total. Und da solltet ihr halt einfach auch immer darauf achten, dass es eine wertschätzende Kommunikation ist. Äußert wirklich erst eure Gefühle und was ihr daraus für einen Wunsch haben wollt, ja? Also was ihr für einen Wunsch habt an euren Partner oder an euer Sexleben, was ihr gemeinsam, ja, wo ihr gemeinsam euch weiterentwickeln könnt, wo ihr gemeinsam gucken könnt, wie ihr da vorankommt. Schaut doch immer, dass ihr aus der Ich-Perspektive kommuniziert, dass ihr sagt, ich habe das Gefühl oder ich, ja, fühle mich da nicht so wohl. Nicht immer zu sagen, boah, also du schaffst es nicht, das und das zu machen. Also du bist immer so ruppig, du machst immer das falsch. Das ist irgendwie kacke. Sowas macht man nicht. Damit verletzt du deinen Partner hundertprozentig. Von daher schau einfach, dass es wirklich eine wertschätzende Kommunikation ist. Genau, und was in dem Zuge einfach auch super gut ist, einfach auch immer so zwischendurch zu betonen, was halt schon gut läuft. Also es wird in jedem Sexleben wird es Dinge geben, die schon gut sind. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und da auf diesen Dingen einfach aufzubauen, ist, glaube ich, super wichtig. Einfach zu sagen, okay, das läuft gut. Wir können aber vielleicht an dem oder dem Punkt können wir das vielleicht noch verbessern. Lass uns da drauf aufbauen. Ja. So, und das ist ganz anders. Also kommt ganz anders an, als wenn du sagst, ey, du machst das kacke, du bist da nicht gut, da bist du irgendwie scheiße. Also da einfach immer so von dem Positiven auszugehen. Und das Ganze noch besser machen zu wollen. Das ist so, glaube ich, das Mindset, was halt irgendwie super gut ist. Und an dieser Stelle einfach auch zu fragen, was hat dein Partner für Wünsche? Was möchte dein Partner wirklich mal umsetzen? Was möchte er mal ausprobieren? Was möchte er ja in der nächsten Zeit mit dir versuchen? Und danach kannst du dann vielleicht einfach deine Wünsche äußern. Und dann könnt ihr gucken, okay, wie passen die zusammen? Was wollt ihr als nächstes zusammen erlernen? Was, ja, worauf habt ihr Lust? Und dass ihr dann wirklich schaut, dass ihr die nächsten Schritte plant. Also klingt vielleicht jetzt blöd, irgendwie Sex zu planen und die Art, wie ihr das macht. Aber es macht total Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt beide unsere Wünsche geäußert. Wir wissen, was jetzt so unser Ist-Stand ist und wir wissen aber auch, wo wir hinwollen und wie wir halt dahin kommen und was das halt für Schritte sind, die wir halt ausprobieren wollen. Was wollen wir zusammen erlernen? Und deswegen macht es total Sinn, da doch zu sagen, okay, das nächste Mal, wenn wir Sex haben oder wir sagen zum Beispiel irgendwie Mittwoch, machen wir ein schönes Essen oder gehen wir essen oder wie auch immer oder Mittwoch verabreden wir uns sogar zum Sex und probieren das mal konkret aus. Wir testen das einfach mal, ja, aber das macht total Sinn, auch zu wissen, okay, das muss jetzt nicht das bombastischste Mal sein, sondern einfach, das ist jetzt so eine kleine Lernstunde Nummer 1, Lektion Nummer 1 und das ist auch völlig in Ordnung, weil irgendwann, ich meine, ihr werdet wahrscheinlich noch so oft miteinander schlafen, wenn ihr vorhabt, das Leben miteinander zu verbringen, von daher ist das wirklich nicht schlimm, wenn ihr dann auch mal eine Lernstunde habt und darauf baut ihr alles andere dann später auch auf. Und was halt auch super wichtig ist, natürlich ausprobieren ist immer super gut und alles irgendwie rumprobieren und eure Wünsche da versuchen irgendwie in die Realität umzusetzen. Aber natürlich ist das auch irgendwie super wichtig, vielleicht irgendwie Bücher zu lesen darüber oder Videos zu gucken oder irgendwie zu gucken, okay, wie funktioniert das eigentlich alles? Wie kann ich das praktisch umsetzen? Also manchmal sind diese Dinge, die man umsetzen möchte, nicht nur dadurch zu erlernen, dass man es macht, sondern manchmal muss man sich einfach auch so ein bisschen Wissen dazu aneignen. Voll. Und
genau, da einfach vielleicht auch irgendwie Schritte planen, vielleicht Bücher lesen Dokus oder gucken. Dokus gucken oder sonst irgendwas, Gibt ja. es wirklich gute? An dieser Stelle kann man tatsächlich, doch, können wir auch, es gibt eine Doku, die hatte ich mal gesehen. Hashtag Werbung. Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist das ja auch wieder Werbung. Ich hatte mal eine Doku gesehen, die wirklich komplett neutral, sachlich die Sache angeht. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, gibt es auch Bücher von Make Love heißt die. Und ich glaube, die gibt es sogar auch nochmal Werbung bei Netflix. Und da fand ich, ich hatte die mal angeguckt und da fand ich es tatsächlich richtig gut, weil sie einfach nochmal wirklich auch den Körper und die Anatomie nochmal so mit reingenommen hat, was voll oft richtig hilfreich ist. Ja, bei Männern ist das alles ganz einfach, bei Frauen ist das ein bisschen komplexer, so wie Frauen auch im Kopf sind, sind sie auch eben vom Körper her. Und das sind einfach so Sachen, die sind total gut nochmal zu wissen, auch für den Mann. Ich meine, woher soll der Mann, wenn die Frau manchmal ihren Körper noch nicht kennt, woher soll der Mann dann den Körper kennen? Also das ist so, ja, schaut da einfach nochmal vielleicht rein, guckt euch das zusammen an und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eine gute Diskussionsgrundlage oder ja, Gesprächsgrundlage, wenn ihr einfach sagt, wir gucken uns das an und dann gucken wir mal, was entsteht. Und dann muss nicht einer so direkt den Anfang machen. Genau, und als letzten Punkt wollen wir natürlich wieder, also ihr wisst jetzt schon mal, warum ihr das machen solltet. Also euch ist klar, ihr müsst das machen. Ja, das ist Also unbedingt wichtig. das ist also wirklich ein Muss. So, und dann haben wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen geklärt, okay, wie kann man das machen? Und so, und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, worüber kann man mit dem Partner sprechen? So, und da starten wir jetzt mal direkt rein. Und da ist der erste Punkt direkt die Bedürfnisse und Wünsche des anderen erfragen. Genau. Das heißt, es zählt natürlich nicht nur aus Ego-Perspektive das, was für dich gut ist, sondern auch das, was für deinen Partner wichtig ist. So, und das sollte ein Austausch auf einem Level sein, auf einer Ebene. So, und jeder, also erstmal alle Bedürfnisse und Wünsche sind erstmal da. So, das kann man jetzt nicht verhindern oder sind auch nicht schlecht oder so, sondern es geht einfach erstmal nur darum, okay, was ist tatsächlich möglich? So, und da gibt's dann halt auch, ja, kann man sich halt auch einfach dann nochmal so ein bisschen drüber austauschen. Und da halt an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, seid offen. Also es gibt keine Tabus, es gibt nichts, was ihr eurem Partner nicht sagen wollen würdet, also solltet, wollen ist dann vielleicht eine andere Sache, aber wirklich, es gibt keine Tabus bei Bedürfnissen. Gar keine Frage. Und da solltet ihr auch wirklich einfach gucken, was haben wir für Bedürfnisse. Genauso einfach mal offen drüber zu sprechen, was hat man für Fantasien, für Zeiten, wann, wie oft, Orte, Arten. Das ist ein komplett, also da kann man ja über jeden einzelnen Punkt schon mal richtig lange sprechen. Und da einfach zu gucken, wie kann man auch Variationen nochmal reinbringen und einfach zu gucken, ja, wie man es spannend hält. Genau, und der nächste Punkt sind vielleicht Ängste oder Hemmungen. Also wenn irgendwie zum Beispiel jemand irgendwie sich unwohl in seinem Körper fühlt oder irgendwas in der Art, dann macht das super Sinn, da einfach auch mit dem anderen drüber zu sprechen und dann irgendwie zu gucken, dass man vielleicht einander diese Ängste auch nimmt und vielleicht sagt, ey, du bist schön, wie du bist, oder ich weiß nicht, dass man einfach da in der Hinsicht auch einfach schaut, dass man an diesen Ängsten und Hemmungen vielleicht arbeitet und ja, sie einfach so mehr oder weniger dann auch aus dem Weg räumt. Dann geht es wieder um das Emotionale. Was habt ihr für Gefühle beim Sex? Was habt ihr Gefühle vor oder nach dem Sex? Habt ihr Lust drauf? Habt ihr keine Lust drauf? Wie fühlt ihr euch danach? Fühlt ihr euch befriedigt? Fühlt ihr euch nicht befriedigt? Da auch zu gucken nochmal das Thema Orgasmus. Das ist halt, ja, für viele vielleicht unangenehm. Vielleicht habt ihr auch noch nie drüber gesprochen. Wir wollen damit einfach mal Schluss machen, dass man darüber nicht spricht, sondern einfach zu gucken, okay, wie schafft man es, dass beide zufrieden aus der ganzen Nummer da rausgehen und wirklich auch befriedigt sind? Also, da könnt ihr einfach auch gucken, wie ihr als Paar das irgendwie schafft. Wie gesagt, schafft euch Bücher an, guckt Dokus, wie auch immer. Das ist ganz erstaunlich, auch in der Doku, da spricht, ich habe den Namen nicht mehr, das ist, glaube ich, auch eine Sexualtherapeutin, spricht mit Paaren und da ist wirklich ganz, ganz oft das einfach als Thema und ja, essentieller Punkt auf jeden Fall. Genau, und dann einfach auch aus diesen Fragen heraus geht es jetzt einfach im allerletzten Schritt daraus einfach darum, wie können wir das umsetzen? Wie können wir weiter daran arbeiten? Wie können wir das Ganze so verbessern? Und das Wichtige ist einfach auch, dass
natürlich wird nicht alles am Anfang funktionieren, natürlich wird nicht alles klappen und ihr werdet viele Dinge ausprobieren, die nicht funktionieren. Ja. Aber ihr solltet nie aufhören, daran zu arbeiten und immer so mit der Denke da dran gehen, okay, aber es kann funktionieren. So, und immer weiter zu forschen, was können wir vielleicht noch ausprobieren, was ist vielleicht noch möglich, ja, mit der Denke einfach so auch so ein bisschen da dran zu gehen. Wir haben jetzt für euch, wir haben natürlich jetzt so ein paar Fragen angesprochen, die wir, über die ihr reden könnt. Aber wir haben für euch auch ein kleines PDF vorbereitet, was vielleicht auch super hilfreich sein könnte, mit Fragen. So, da haben wir jede Menge Fragen einfach für euch aufgelistet, die teilweise echt tiefgehend sind, die teilweise auch ein bisschen oberflächlich sind, teilweise sind das Fragen, zu denen du gar keine Antwort hast. Aber nehmt einfach diese Fragen, sprecht über diese Fragen. Also die sind halt irgendwie super cool. Der Lino und ich haben das auch gemacht. Es bringt euch einfach nochmal einfach auf das nächste Level, wenn ihr nicht wisst, worüber ihr reden genau, sollt. Genau, kann das voll die gute Hilfe sein, einfach zu gucken, wir wissen nicht, worüber wir reden sollen, wir finden keinen Anfang, okay, eine Doku haben wir jetzt mal schon mal geschaut, aber irgendwie kommen wir noch nicht so richtig in die Tiefe, dann ladet euch diese Datei runter, wir verlinken die genau, den Link, auch in den Shownotes. Genau, der Link ist in den Shownotes. Genau, und ja, ladet euch das runter, druckt euch das aus, macht euch einen gemütlichen Abend, macht einen Wein auf, macht euch ein schönes Essen und ja, geht einfach die Fragen Stück für Stück einfach durch, um zu gucken, wie kann man da nochmal anders drüber sprechen. Und glaubt mir, es macht unheimlich viel Sinn, auch über unangenehme Sachen zu sprechen. So kann man den Partner einfach viel besser, ja, einschätzen und lernt den Partner einfach nochmal viel intensiver kennen. Genau, und jetzt ganz zum Abschluss nochmal echt ein Plädoyer dafür, dass es einfach ein riesiger Bereich ist, der super wichtig ist, genauso wie alle anderen Themen in eurem Leben, in eurer Partnerschaft. Lass es die Finanzen sein, lass es die Familie sein. Voll. Es ist scheißegal, die Themen sind auch alle groß, aber Sex ist genauso groß in einer Beziehung. Deswegen hört einfach auf, da nicht drüber zu reden und fangt einfach an. Manchmal ist es vielleicht am Anfang ein bisschen holprig und ihr denkt so, ey, boah, das kann gar nicht funktionieren und so, aber arbeitet einfach an diesem Thema. Ja. Arbeitet an diesem Thema, sprecht, sprecht, sprecht und dann wird das am Ende für euch beide eine richtig runde Nummer. Wortwitz. Richtiger Wortwitz. Aber ganz ehrlich, bleibt, also seid beste Freunde, aber seid genauso gut Liebhaber. Das ist einfach so, so, so wichtig. Genau. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr jetzt hier am Start wart. Ich hoffe, wir konnten jetzt einige Hemmungen von euch einfach lösen. Es ist einfach super befreiend, wenn man darüber mit seinem Partner reden kann. Und ihr könnt uns gerne berichten, ob das bei euch funktioniert hat, ob euch das irgendwas gebracht hat. Und genau, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.